Ich bin Tania. Und ich bin Tobias und wir studieren Informatik im Master an der TU Ilmenau. Im Master kann man vom Studium erwarten, dass es sehr individuell gestaltbar ist. Man hat verschiedene Schwerpunkte, die man sich wählen kann und auch teilweise sehr enge familiäre Seminargruppen und nahen Kontakt mit den Dozenten und Lehrenden. Ich fand eigentlich die Vorstellung des Informatikers cool. War zwar völlig anders als das Studium hier, aber man findet halt trotzdem vieles, was die Interessen befriedigt. Man sollte auf jeden Fall Interesse an Mathematik haben und technisches Verständnis wäre schon von großem Vorteil. Auch vielleicht ein bisschen Kreativität, je nachdem, wo man hingehen möchte. Sachen, die man dann später entwickelt, das sind halt Programme, mit denen man auch irgendwo eine soziale Verantwortung trägt. Die werden so eingesetzt, dass da viel von abhängen kann, Beispiel autonomes Fahren. Und Algorithmen zum Beispiel in Facebook, wie die Werbung geschalten wird. Und das versucht das Studium hier auch wirklich zu übermitteln. Also ich hatte wirklich auch eine sehr gute Lerngruppe, die ich hier schnell gefunden habe über die erste Woche. Dadurch, dass tatsächlich auch im ersten Semester im Informatik-Bachelor noch nicht super viele Klausuren geschrieben werden, kann man dann wirklich, wenn man da vorbereitet rangeht und eine Gruppe hat, mit der man lernt, diese Klausuren, die man hat, auch gut schaffen. Ich glaube, es ist sowohl ein Studium für Programmierfreaks, auch als ein Studium für jemanden, der gerne hobbymäßig nebenher programmiert, aber vielleicht ihren theoretischen Schwerpunkt legen möchte. Man kann in die Elektrotechnik, man kann in die Kybernetik, man kann Robotik, alles eigentlich machen. An diesem Spruch, Ilmenau ist das, was du draus machst, ist halt wirklich viel dran. Also man kann sich hier verwirklichen und man kann auch Hobbys, ich spiele Fußball, hier wunderbar ausüben. Man hat hier halt viel Natur, wo man jetzt laufen gehen kann, spazieren gehen kann, Fahrrad fahren kann und man findet immer was Neues. Wenn ich mein Studium bildlich beschreiben müsste, würde ich da wirklich Parallelen zu meinem Sport ziehen. Wenn ich mich halt nur am Wochenende mal 90 Minuten aufs Feld stelle, dann kann ich halt auch nach 15 Minuten nicht mehr. Wenn ich aber kontinuierlich am Ball bleibe, ja, läuft das Studium auch. Unser Studiengang Informatik in drei Worten. Anspruchsvoll, logisch, kreativ.